Das Leben ist psychedelisch. John Lennon wuchs auf mit der Vorstellung, ein psychedelisches Bewusstsein zu besitzen. Erinnern wir uns, dass psychedelisch seelenerweiternd bedeutet. Ich glaube, dass psychotrope Erfahrungen uns bestenfalls bewusst machen, welch schrecklichen Preis wir für das Erwachsenwerden bezahlen, für unser ständiges Rationalisieren, für ein Leben in einer angsterfüllten Welt. Der Psychedelismus entstand Mitte der 60er in San Francisco. Eng verbunden mit halluzinogenen Drogen setzte er sich rasch als gegenkulturelle Bewegung durch. Der Traum von gesellschaftlicher Veränderung war durchdrungen von Marihuana und LSD. Die meisten Künstler dieser Zeit sahen darin geeignete Instrumente zur Schaffung einer neuen Sprache, die sich im Einklang befinden sollte mit der Musik und der Revolution. Es gab mir Entscheidungsfreiheit. Ich konnte viel mehr Elemente in das integrieren, was ich tat, weil es meiner Einbildungskraft erlaubte, viel weiter zu gehen, als sie in der Lage gewesen wäre, hätte ich diese Drogen nicht genommen. Der Psychedelismus ist die einzige künstlerische Bewegung, die offiziell mit Drogen verbunden wird. Sie sind sein Markenzeichen. Seine Wurzeln liegen in der Romantik. Die romantischen Schriftsteller erkannten in den Drogen ein neues Mittel, die unbekannten Gebiete der Psyche zu erforschen. Wir betreten eine Welt, in der die Drogensucht von den Künstlern gleichsam erfunden wird. Thomas de Quincey war gewissermaßen der erste moderne Drogensüchtige. Die Bekenntnisse eines Opiumessers schufen die Vorlage für das, was wir heute einen Drogensüchtigen nennen, sowie natürlich William Burroughs im 20. Jahrhundert die Vorlage des Heroinsüchtigen lieferte. Als ein starker Abgang herauskam, gab es viele schockierte oder überraschte Reaktionen. Die Leute fragten, warum schreibst du über Drogen? Ich antwortete, wie kann man so alt sein wie ich, in New York leben und nicht über Drogen schreiben? Es gibt sie hier. Das wäre, als lebte man im Regenwald und würde nichts über den Regen schreiben. Sie gehören zum Wetter, zur Einrichtung, sie waren Teil des Lebens, das ich damals führte. Wenn man eine Geschichte der Beziehung zwischen Kunst und Drogen, zwischen Kunst und Psychedelika schreiben will, muss man bis zu den Höhlen gehen, zu den Ursprüngen der Malerei. Darüber gibt es zahlreiche Theorien, da geht es um schamanistische Erfahrungen. Es ist schwindelerregend, sich vor Augen zu halten, dass wir in einer Kultur leben, deren religiöses und philosophisches Fundament psychedelischer Natur ist. Und zu sehen, wie das heute abgestritten wird. Der Rückgriff auf künstliche Paradiese hat sich in zwei Jahrhunderten zu einer echten Plage ausgewachsen. Das kann man auch als kulturelles Phänomen betrachten, das nie aufgehört hat, die Künstler zu beschäftigen. Ob Schriftsteller, Bildhauer, Musiker oder Filmemacher, ihr komplexes, widersprüchliches Verhältnis zu Rauschmitteln schreibt eine parallele Kunstgeschichte, die so überraschend wie aufregend ist. In Xanadu did Kublai Khan a stately pleasure dome decree, where Alph, the sacred river, ran through caverns measureless to man down to a sunless sea. Für unsere Ohren hört sich das an wie Lyrik aus den 60ern. Aber natürlich sind diese Zeilen das Werk des englischen Dichters Samuel Taylor Coleridge. Coleridge's Verhältnis zu Opium ist schwer zu greifen.
Es geht zwar das Gerücht um, er habe dieses wundervolle Gedicht Kubla Khan unter Opium-Einfluss geschrieben. Doch ist keineswegs gesichert, dass er Opium genommen hatte, als er es schrieb. Viel wahrscheinlicher ist, dass er versucht hat, etwas zu beschwören, das er zuvor im Opiumrausch gesehen hatte. While he was taking opium. A savage place, as holy and enchanted, as e'er beneath a waning moon was haunted by woman wailing for a demon lover. Die gesamte Laudanum-Literatur ist eine Literatur des Traums, eine Abschrift der Erinnerung, auf der Suche nach der Wahrheit dieser Erinnerung. Man könnte von einer Prä- oder Proto-Psychoanalyse sprechen oder von einer Frühgeschichte der Psychoanalyse. Das ist eine Metapher für die Poesie. Nicht die sichtbare Kommunikation zählt, sondern das, was dahinter steckt oder darunter. Die ausdrückende Kraft, der Drang. Der Dichter stilisiert sein eigenes Tun als ein Konstruieren von Raum, von Empfindungen und, wie ich finde, auch als ein Konstruieren von Schwingungskörpern, die gewisse Stimmen wieder hervortreten lassen. Man darf sich die Opiumvision nicht als Wiederkehr der Erinnerung vorstellen. Im Gegenteil, sie ist ein Vorschlag in Bezug auf Dinge, die es erst noch zu verstehen gilt. Im Zentrum der Opiumsucht steht die Prophezeiung. Wegen eines mysteriösen Inzestverhältnisses muss der Dichter Lord Byron England verlassen. Mit seinem Leibarzt und Liebhaber John Polidori, einem Verfasser fantastischer Erzählungen, mietet er eine herrschaftliche Villa am Genfersee. Ihnen schließen sich bald Percy Shelley, der andere große romantische Dichter, sowie dessen Gefährtin Mary an. Während eines reichlich mit Laudanum begossenen Abends schlägt Byron seinen Gästen einen literarischen Wettstreit mit Schauergeschichten vor. Shelley nimmt die Sache keineswegs ernst. Byron und Polidori dagegen wagen sich an einen unheimlichen Text, der Vampir, der später zur Inspiration für Bram Stokers Dracula werden wird. Mary Shelley beginnt kurz darauf ihren Kultroman Frankenstein oder der moderne Prometheus. Mary Shelley beobachtete ihren Mann und entdeckte an ihm Züge des Viktor Frankenstein. Er sah sich als Menschheitsbefreier durch Wissen, durch Wissenschaft. Wir müssen die Beschränkungen abschütteln. Wir können Dinge tun, die niemand sonst zu tun vermag. Wir können Körperteile zusammenfügen und einen Menschen schaffen. Wir kennen die Elektrizität. Als Frau, die etwas von menschlichen Gefühlen verstand, erkannte Mary Shelley sogleich das Problem. Wird die Kreatur, die du geschaffen hast, als Mensch funktionieren? Kümmerst du dich um deine Schöpfung? Liebst du diesen Menschen? Sie hat sich auch nicht so stark am Konsum von Laudanum oder Morphium beteiligt wie die Männer, die sich gegenseitig übertrumpfen wollten. Mary schrieb ihren Text in aller Ruhe und verblüffte mit einem Buch, das einerseits eine Schauergeschichte war und andererseits eine Warnung vor den Exzessen der Romantik. Vom Ausflug Mary Shelleys ins Fantastische abgesehen hat die Literaturgeschichte der Drogen ein präzises Geburtsdatum. Bekenntnisse eines englischen Opiumessers im Jahre 1822, die autobiografische Erzählung von Thomas de Quincey. Only givest these gifts to man, and thou hast the keys to paradise. Oh, just, subtle and mighty opium. Opium war damals in Form von Laudanum-Tinktur oder Opiumpastillen ein Schmerzmittel. Man nahm es, wie man heute Aspirin nimmt. Die Wirkung der Substanz ist so, dass die Gaben immer häufiger erfolgen müssen, in immer größerer Dosierung und immer dringlicher werden. Als de Quincey Opium nahm, waren Raum und Zeit plötzlich nicht mehr einfach Orte oder Dauer. Sie wurden zu Experimentierfeldern, in denen der Raum und die Zeit genossen werden konnten. Space swelled and was amplified to an extent of unutterable infinity. This, however,
did not disturb me so much as the vast expansion of time. I sometimes seemed to have lived for 70 or 100 years in one night. Nay, sometimes I had feelings representative of a millennium passed in that time, or, however, of a duration far beyond the limits of any human experience. Es geht um Hingabe, um Verdoppelung, um eine Praxis der Sprache, die unverhältnismäßig und abschweifend ist. All diese Faktoren machen aus De Quincys Sucht ein Schreibprogramm. The Malay has been a fearful enemy for months. I have been every night through his means transported into Asiatic scenes. From the dreams of the dark idol, monstrous phenomena move forever forward. Wild, barbarous, capricious, into the great yawning darkness. To be fixed for centuries in secret rooms. De Quincey the idol, De Quincey the pagan priest, to be worshipped, to be sacrificed. What is a dream? What is reality? Der Orient bedeutet Unverhältnismäßigkeit. Der gesamte Opiumdiskurs ist besetzt von einer Unverhältnismäßigkeit, die innerhalb der schönen Form herrscht, auch innerhalb der vollendeten Form. Daher die Poesie, daher die Abschweifung. Beide sind mehr als eine Form des Bezugs zum anderen. Sie sind ein Bezug zu dem, das als unmöglich empfunden werden kann, wenn man sich in einem normalen Zustand befindet. Was this opium, or was it reality? Was I dead? Or was I only beginning to live? Paradoxerweise überträgt diese Orientvision ein Gefühl des Verlustes und der Vereinzelung, das De Quincey zu Beginn seiner Bekenntnisse beschrieb, als er die Radierungen Piranesis betrachtete. Er sieht in ihnen Folterkammern, Orte der Leere, der Widersprüchlichkeit, eine Art von Räumlichkeit, in der Gegensätze wieder zusammenkommen, in der das Unmögliche sichtbar wird. I was kissed with cancerous kisses by crocodiles and laid confounded with all unutterable slimy things amongst reeds and nilotic mud. The cursed crocodile became to me the object of more horror than almost all the rest. The abominable head of the crocodile and his leering eyes looked out at me, multiplied into a thousand repetitions, and I stood loathing and fascinated. Das Bewusstsein vom Selbst nimmt Gestalt an, und zwar als Gefühl, verfolgt zu werden. Ein Schuldgefühl wird verankert, ein Gefühl, als hätte man ein Verbrechen begangen. D'un sentiment de culpabilité ou du sentiment d'avoir commis un crime, c'est à se demander si. Man könnte sich die Frage stellen, ob das Opium nicht eine radikale Schulderfahrung darstellt, also eine zutiefst protestantische Erfahrung aus jenen Schichten des Protestantismus, wo er am stärksten angstbesetzt ist, wo kein Beten mehr hilft. Pour en sortir, la prière semble un petit peu absente. Die Opiumvisionen von Coleridge, Shelley oder De Quincey bleiben zwar eine englische Angelegenheit, doch sind sie Inspirationsquelle für die romantischen Dichter Frankreichs und deren Erforschung der Traumwelt, des Fantastischen, der von Träumen und Halluzinationen hervorgerufenen Zustände. 1828 erschien ein Band mit dem Titel Der Opiumesser, mit drei Initialien signiert, ADM. Es handelt sich um Alfred de Musset. Es ist schon erstaunlich, dass ein so junger Autor, Musset ist damals 17, 18 Jahre alt, ein solches Werk übersetzt hat. Ein Werk mit solch erheblicher Wirkung wie Thomas de Quincey's Bekenntnisse eines englischen Opiumessers. Musset hatte 1828 selbst noch gar kein Opium genommen. Doch dank seines dichterischen Genies konnte er herausarbeiten, was Opium in einem schöpferisch tätigen Menschen wachzurufen vermag.
Musset legte seine eigene Vorstellungswelt in diese Übersetzungsarbeit. Er beschreibt Sezierszenen aus dem Hörsaal, die wahre Albträume sind. Eine ungezügelte Fantasie kommt zum Vorschein. Eine leicht beunruhigte Ungezwungenheit breitet sich aus auf diesen Seiten eines fiktiven Opiumsüchtigen. Für seine fantastische Symphonie holte sich Berlioz Inspiration beim englischen Opiumesser und bei Goethes Faust. Die Symphonie endet mit einem fünften Satz, in dem der Held Opium umnebelt träumt, er würde die Frau, die er liebt, umgebracht haben und seiner eigenen Exekution in einer Hexensabbatnacht beiwohnen. Opium ist ein Mittel, um hinter die ehernen Pforten zu gelangen, wie es Nerval in Aurelia ausdrückt. Die Romantiker sind fasziniert vom Tod. Der Fall des Dichters Chatterton, der 1770 Selbstmord beging und dem Alfred de Vigny im Februar 1835 ein Stück widmete, ist der Fall eines Rebellen. Sein Selbstmord ein Anschlag auf das gesamte soziale Gebilde. Opium oder Laudanum ohne therapeutisches Ziel einzunehmen, ist eine Geste der Auflehnung oder der Herausforderung. In jedem Fall eine Entgegnung auf eine ernüchternde Gesellschaft. Was die französische Romantik an der Droge fasziniert, ist zum Teil verbunden mit Fantasien eines verlorenen Orients, wie ihn die Haschischin symbolisieren, eine persische Sekte des 12. Jahrhunderts. Ihre Anhänger waren einem despotischen Anführer ausgeliefert. Der herrschte über seine Sklaven, indem er ihnen Haschisch verabreichte. Chateaubriand, Lamartine, Nerval, Dumas oder Gautier haben alle den Nahen Osten bereist, auf der Suche nach Inspiration. Dennoch war es der Nervenarzt Moreau de Tours, der Haschisch in Paris verbreitete. Er benutzte Haschisch als Grundlage für Experimente zur Psychopathologie. Ab 1844 veranstaltete er Treffen beim Maler Ferdinand Boissart auf der Île Saint-Louis. An ihnen nahmen auch Baudelaire, Gautier, Daumier, Pradier teil und wahrscheinlich auch Balzac und Delacroix. Man konnte Haschisch auf vielfältige Weise zu sich nehmen, als Tee zum Beispiel. Gautier aber beschreibt in seinem Club der Haschischesser eine grüne Paste, das Davamesk, und dessen Wirkung. Es gibt unterschiedliche Phasen, das ist das Interessante am Club der Haschischesser. Da ist zunächst die Ankunft im Hotel de Lausanne, eigentlich das Hotel Pimodon. Das allein ist schon ein Rausch, denn die ganze Einrichtung ist fantastisch. Im Club der Haschischesser setzt sich Gautier als eine Figur in Szene, die eine Droge zu sich nimmt und zu träumen beginnt. Der Traum ist zunächst komisch, geradezu vergnügt, denn es erscheinen ihm vielfach Figuren aus den Gemälden im Hotel Pimodon, aber auch aus seinem persönlichen literarischen Gedächtnis. All diese Figuren sind erst einmal fröhlich und es ergreift ihnen eine unwiderstehliche Heiterkeit. Darauf folgt eine Phase des Glücks, das Kiff, eine paradiesische Phase, eine Phase sogenannter Ataraxie, das heißt Abwesenheit starker Empfindungen, ein Treiben in erhabener Materie von unendlicher Sanftheit. Im Kiff ist die Zeit aufgehoben, denn man ist im Paradies. Am Ende dieser Phase steht also das Glück. Allerdings steht am Ende des dritten Abschnitts der Erzählung, am Ende der dritten Phase, das absolute Unglück. Die komischen Figuren aus der ersten Phase kehren zurück. Das ist die Albtraumphase. Je regardais alors au plafond et j'aperçus une foule de têtes sans corps comme celle des chérubins, qui avaient des expressions si comiques, des physionomies si joviales et si profondément heureuses, que je ne pouvais m'empêcher de partager leur hilarité. Leurs yeux se plissaient, leurs bouches s'élargissaient et leurs narines se dilataient. C'étaient des grimaces à réjouir le spleen en personne. Ces masques bouffons se mouvaient dans des zones tournant en sens inverse, ce qui produisait un effet éblouissant et vertigineux. Peu à peu, le salon s'était rempli de figures extraordinaires, comme on n'en trouve que dans les eaux fortes de Caillou et dans les aquatintes de Goya. Un pêle-mêle d'oripeaux et de haillons caractéristiques de formes humaines et bestiales.
Die künstlichen Paradiese von Baudelaire ist ein sehr ambivalentes Werk. Baudelaire nahm eine moralisierende Haltung ein. Er beurteilte die Einnahme von Drogen ziemlich negativ. Gleichzeitig und paradoxerweise widmete er dem Thema ein ganzes Buch. Es muss ihn also fasziniert haben. Baudelaire stellte sich intensiv die Frage nach dem Unterschied zwischen normalem und poetischem Traum, zwischen pathologischer oder normaler Halluzination und poetischer Erleuchtung. Er stellte sich diese Frage, kam aber stets zu dem Schluss, dass der poetische Rausch der Überlegene, der Höhere sei und dass der Dichter den Drogen ebenso misstrauen solle wie den Ärzten. Er soll allem misstrauen, was künstlich ist bei dieser Rauschproduktion. Baudelaire war überzeugt, dass im Drogenrausch die schlechten menschlichen Neigungen zum Vorschein kommen, hervorbrechen und sich durchsetzen. Neigungen, die wir heute als narzisstische bezeichnen würden, das heißt eine Art extremer teuflischer Selbstliebe. Une sorte d'amour de soi extrême qui est diabolique. Puis arrivèrent les équivoques, les méprises et les transpositions d'idées. Les sons se revêtent de couleurs et les couleurs contiennent une musique. Cela, dira-t-on, n'a rien que de fort naturel, et tout cerveau poétique dans son état sain et normal conçoit facilement ses analogies. Mais j'ai déjà averti le lecteur qu'il n'y avait rien de positivement surnaturel dans l'ivresse du haschich. Seulement, ces analogies revêtent alors une vivacité inaccoutumée. Elles pénètrent, elles envahissent, elles accablent l'esprit de leur caractère despotique. Als großer Kenner der angelsächsischen Literatur übersetzte Baudelaire seinerseits die Bekenntnisse eines englischen Opiumessers, und zwar wesentlich wortgetreuer als Musset. Doch sein ganzes Talent als Übersetzer kam erst zur Geltung, als er sich einige Erzählungen von Edgar Allan Poe annahm. Indem er Poe übersetzte, begriff Baudelaire, was die französische fantastische Literatur seiner Auffassung nach nicht zu Wege brachte, nämlich ein Geheimnis, das über die Fantasie und über die Traumwelt hinausgeht. Poes Werk besitzt eine makabre, gewalttätige und sehr beängstigende Dimension, die man bei den französischen Romantikern nicht antrifft. Poe gibt uns eine göttliche Welt, die sich wirklich sehr schlecht entwickelt hat. Ehemals positive Charaktere wurden hingemeuchelt, ihre Seelen durch Tragödien zerrissen. Das hat offensichtlich mit Poes Lebenserfahrung zu tun. Er ist ein Tragöde. Sein Horror ist in gewisser Weise Wirklichkeit. Bei De Quincey und auch bei Poe ist Opium der Auslöser für die Möglichkeit, einer Geschichte den größtmöglichen Nachhall, die größtmögliche Tiefe und die größtmögliche poetische Kraft zu geben, gegen die fade, gewöhnliche Oberfläche des Realen. Auch das ist interessant. Im Ähnlichen die Gegensätze zum Vorschein kommen zu lassen, im Realen die Fiktion, die Vektoren der Leidenschaft, der Neubestimmungen, der Prophezeiungen, all das funktioniert zusammen. Wozu taugt die Fiktion, wenn nicht dazu, die Welt nachzuerzählen? One night, near the closing in of September, she had just awakened from an unquiet slumber. She partly arose and spoke in an earnest low whisper of sounds which she then heard, but which I could not hear, of motions which she then saw, but which I could not perceive. She appeared to be fainting, and no attendants were within call. I had felt that some palpable, although invisible object, had passed lightly by my person.
and I saw that there lay upon the golden carpet, in the very middle of the rich luster thrown from the censer, a shadow, a faint, indefinite shadow of angelic aspect, such as might be fancied for the shadow of a shade. But I was wild with the excitement of an immoderate dose of opium, and heeded these things but little, nor spoke of them to Rowena. In dieser Erscheinung des absolut Bösen liegt etwas, das nichts mehr zu tun hat mit der Bedeutung des banalen menschlichen Lebens, sondern mit etwas Übernatürlichem. Auch wenn Opium für Poe eine Antriebskraft für poetische Fiktion und ein Inszenierungsverfahren zur Darstellung bestimmter mentaler Zustände gewesen sein mag, so ist doch keineswegs erwiesen, dass der Meister des Fantastischen selbst opiumsüchtig gewesen wäre. Ähnlich rätselhaft und fesselnd ist die Beziehung, die Rimbaud zu Rauschmitteln unterhielt. Eines seiner ersten Gedichte umfasst bereits die gesamte dichterische Kraft von Rimbauds Werk. Das war natürlich das Trunkene Schiff. Hier ist die Erfahrung des Rausches, der Verirrung und der Auflösung das eigentliche Thema des gesamten Gedichts. Kurioserweise verfügen wir über keinerlei Quelle, die sicher nachweist, dass Rimbaud Drogen genommen hat. Aucun Text, qui atteste de manière certaine d'une vraie prise de drogue. Rimbaud wusste wesentlich genauer, was er von dem Modell Droge wollte, als Baudelaire, der anfangs einfach mit Drogen experimentierte und versuchte, von diesen Experimenten zu berichten. Rimbauds Frage war eine andere. Er fragte wirklich nach der Macht der Poesie. Er ging von einer reellen, von anderen gelebten, bereits viel besprochenen Erfahrung aus, von einer bereits existierenden Tradition. Und darüber ging er hinaus, in Richtung einer Reflexion der Poesie. Seine Erwartung war an die Poesie selbst. In diesem Rahmen hat er natürlich versucht, Momente des Exzesses und Halluzinationen herbeizuführen, die Außerkraftsetzung sämtlicher Regeln für die Sinne. Das heißt, er hat versucht, sich auf äußerst strenge Weise einzuschreiben in das Modell sensorischer Transformation, wie man sie in einem Zustand unter Drogeneinfluss erfährt. Morgen der Trunkenheit stellt einen extremen Sonderfall dar. Das Gedicht liest sich wie der Bericht von einer Drogeneinnahme und dann noch wieder nicht. Ô mon bien, ô mon beau, fanfare atroce où je ne trébuche point, chevalet féerique, hurra pour l'œuvre inouïe et pour le corps merveilleux, pour la première fois. Cela commença sous les rires des enfants, cela finira par eux. Ce poison va rester dans toutes nos veines, même quand, la fanfare tournant, nous serons rendus à l'ancienne inharmonie. On ne sait pas si c'est. Man weiß nicht, ob er hier von einer Drogeneinnahme berichtet oder von einer gewissen Tradition in der Beziehung von Schriftstellern zu Drogen. Vielleicht ist es ja beides. Der Aspekt der Bilanz drängt sich wegen des Gedichtendes auf. Das ist die Stunde der Mörder, wobei das Wort Mörder, Assassin, auf die Sekte der Assassinen verweist. Damit folgt er einer Etymologie, die Baudelaire und Gautier geltend machten, ein Gemeinplatz in der Literatur des 19. Jahrhunderts. Rimbaud sagte auch, wir glauben an das Gift. Solche Aussagen unterstützen natürlich die Vermutung, wonach er eine direkte Beziehung zu Drogen unterhielt. Und doch ist selbst der Text, der die größte Nähe Rimbauds zu Drogen auszudrücken scheint, in dieser Beziehung alles andere als eindeutig. Petite veille d'ivresse, sainte, quand ce ne serait que pour le masque dont tu nous as gratifié, nous t'affirmons méthode. Nous n'oublions pas que tu as glorifié hier chacun de nos âges. Nous avons foi au poison. Nous savons donner notre vie tout entière, tous les jours. Voici le temps des assassins.
Die fantastischen Vorstellungswelten, die mit Drogengebrauch in Verbindung stehen, durchziehen das gesamte 19. Jahrhundert und lassen vollkommen neuartige poetische Welten entstehen, von E.T.A. Hoffmann bis Lewis Carroll, von den Schauerromanen Anne Radcliffe's und Mary Shelley's bis Bram Stoker und Robert Louis Stevenson. Man kann in Dr. Jekyll und Mr. Hyde sehr gut beobachten, wie Stevenson diesen Kippmoment ins Wahnhafte schildert. Da nimmt jemand ein Mittel und anfangs steigert es die Leistungsfähigkeit. Es macht noch besser, noch klüger, noch vollkommener. Doch auf einmal kippt das und er wird zum grauenhaften Mr. Hyde. Kurz nach Ende des Deutsch-Französischen Kriegs entdeckten Wissenschaftler ein Verfahren, pflanzliche Wirkstoffe zu isolieren. Dadurch entstanden neue Drogen wie das Heroin und das Kokain, das in Sherlock Holmes und Sigmund Freud glühende Anhänger fand. Freud hat als Psychiater immer an die positive Wirkung von Kokain geglaubt. Für ihn regte es Geist und Libido an und verlieh einfach Energie. Er hat sich im Grunde stets dagegen gewehrt, das Kokain zu verteufeln. Es gibt Anlass zu glauben, dass das Kokain in seiner Welt eine außergewöhnliche Rolle gespielt hat. Es erlaubte ihm zu schreiben und nachzudenken. Mal erhöhte es seine geistigen Fähigkeiten, dann wieder vermochte es, seine Aufmerksamkeit zu konzentrieren und sein interpretierendes Können zu steigern. Einige seiner Deutungen wirken allerdings ein wenig an den Haaren herbeigezogen. Da ist zum Beispiel jene Frau mit einer Uhrenphobie. Wegen der Spreizwinkel der Uhrzeiger dachte Freud an Frauenbeine, weshalb er die Phobie in Zusammenhang brachte mit dem Sexualakt. Er konzentrierte sich da auf eine Vorstellung in einer Weise, die zur Überinterpretation führte. Etwa zur gleichen Zeit, als Freud seinen Essay über Kokain veröffentlichte, erneuerten die Schriftsteller und Maler der großen künstlerischen Bewegung des Symbolismus ihre Entzifferung der Welt. Sie experimentierten mit der Wahrnehmung jenseits des Augenscheins unter Bezug auf Mythologien, Mystizismen und Symbole. Der Symbolismus war eine europäische Bewegung. In der Literatur taten sich Huysmans und Wilde hervor. Größere Bedeutung erlangte er in der Bildkultur mit so unterschiedlichen Malern wie Munk, Schwabe, Rops oder Moreau. Der Symbolismus wurde abgelöst vom Geist des Fin de Siècle und einer Ästhetik der Dekadenz, die Mode des Drogengebrauchs festigte. Die Gesellschaft war am Ende. Sie hatte ihr Pulver verschossen. Sie verfiel und die Literatur griff diese Vorstellung vom Verfall auf. Der Dekadentismus kam auf. Definiert über bevorzugte Themen wie das Makabre, den Tod, aber auch alle Arten von Abweichungen. Es gab eine Leidenschaft und Faszination für alles Abweichende. Die Homosexualität, die sapphische Liebe, den Fetischismus und den Gebrauch von Drogen, ihre Darstellung und die Darstellung ihrer Wirkung auf den Menschen. Der Drogenkonsum wird zum literarischen Motiv. Man beschrieb den Moment der Drogeneinnahme, das Spritzen und so weiter. Es entstanden faszinierende neue Figuren, unter anderem der Drogenabhängige, vor allem die drogenabhängigen Frauen, Morphinistinnen genannt, die man in der Dekadenzliteratur sehr häufig antreffen kann. Interessanterweise nehmen sich die Dekadenten nicht immer sehr ernst. Ich denke zum Beispiel an den Roman Morphine von Dubuis de la Forest, erschien 1891. Dort gibt es eine vollkommen verblüffende und sehr lustige Szene, in der die Heldin ihren Liebhaber anfleht, ihr eine Spritze zu setzen. Pieks mich, wie eine Parodie oder ein Plagiat des Geschlechtsakts. Er setzt ihr also die Spritze, worauf sie eine Art einzigartigen Orgasmus erlebt, der mit sehr vielen Adjektiven beschrieben wird. Das stellt eine Art Verzerrung her, einen humoristischen Effekt. Auf der anderen Seite gibt es bei all der zerstörerischen Wirkung, die das Morphium entfalten kann, den Aspekt des Makabren, des Beängstigenden.
Zum Beispiel in den Maskengeschichten eines Jean Lorrain in Phare et Poison. Dort mischt sich Tragik mit Komik, mit Groteske, weil die Wirkung von Drogen ihren Konsumenten ins Lächerliche ziehen kann. Gleichzeitig ist da das tragische Element. La forme verte reparaît, se dirige à pas lents, toujours muette, vers l'homme évanoui. Que porte-t-elle avec tant de précaution dans ses mains? Horreur. C'est un masque de verre, un masque hermétique sans yeux et sans bouche. Et ce masque est rempli jusqu'au bord d'éther, de liquide poison. La voici qui se penche sur l'être, là, sans défense, offert, inanimé. Lui applique le masque sur la face, l'inoue solidement avec un foulard rouge, et comme un rire lui secoue les épaules sous son capuchon de velours sombre. Tu ne parleras plus, toi, m'a-t-il semblé l'entendre murmurer. On pourrait dire. Abhängigkeit und literarische Kreativität spielen eine wesentliche Rolle bei der Resilienz. Das heißt, dem Versuch, einen Abstand herzustellen zum eigenen Leben, sich von außen zu betrachten, die Dinge von einem anderen Standpunkt zu erzählen und gleichzeitig Abstand zu halten zu dem, was Leiden verursacht, zur Trauer, zu traumatischen Ereignissen, die man durchleben musste und denen man sich auf diese Weise anders nähern kann. Infolge der kolonialen Eroberungen und des ausschweifenden Lebens von Seemännern und Militärärzten im fernen Osten wird das Rauchen von Opium Anfang des 20. Jahrhunderts sehr beliebt. Zahlreiche Reiseberichte singen das Loblied des Opiums, wie die von Jules Boissier, Pierre Loti oder Rudyard Kipling, die ab 1906 vom Kino der Belle Époque aufgegriffen werden. Opium, Morphium und Kokain begleiten die unterschiedlichen Avantgarden auf ihrem Weg in die Moderne, bei ihren Neuausrichtungen der Beziehungen zwischen Formen und Farben. Immer mehr Opiumhöhlen werden in London und Paris eingerichtet. Sie machen die Droge regelrecht populär. Apollinaire und Picasso verherrlichen sie und man findet anschauliche Beschreibungen in Erzählungen von Schriftstellern wie Colette oder Edmond Jalloux. J'ai reposé près de moi la belle pipe d'argent ciselée, rejeté la fumée bienfaisante, et maintenant l'opium dissipe de nouveau les brumes qui cachaient ma pensée. Jamais elle ne pénétrera ici, la femme redoutable que je fuis sur ses nattes légères. Qu'ailleurs elle soit souple et nonchalante, qu'ailleurs elle balance ses hanches et rit, et qu'elle soit cruelle comme une chatte, coquette comme une fleur et froide comme la brillance du cygne, c'est bien. Mais en ce lieu, c'est moi qui ris, c'est moi qui suis fort. Il n'y a de fraternité et d'amour qu'en l'opium, et hors l'opium, tout est vanité et mensonge. Die Verwendung von Morphium und Kokain als Schmerz- und Beruhigungsmittel während des Ersten Weltkriegs spielte für die Bildvorstellungen rund um die Drogen ebenfalls eine zentrale Rolle. Die berühmten Fliegerasse von 1418, die Frontsoldaten. Céline beschrieb sie sehr gut und aufgrund intensiver eigener Erfahrungen verstand auch Barbus davon zu erzählen. All das hat sich deutlich in die Darstellung von Drogengebrauch eingeschrieben. Zwei Bilder haben sich auf spektakuläre Weise formiert, sowohl in den Texten der Surrealisten als auch im Film dieser Jahre. Im Grunde gibt es zwei Typen von Drogenabhängigen. Auf der einen Seite den Süchtigen im Smoking, der in der feinen Gesellschaft verkehrt und Koks schnupft. Auf der anderen Seite der verwahrloste Abhängige, völlig zerlumpt, mit einem Körper, der in den Elendsvierteln zerfällt. Ein Bild, das man abgewandelt in der russischen Literatur wiederfindet, bei Bulgakov beispielsweise. Bulgakov, par exemple.
Mitten im Krieg, im selben Jahr wie dieser Chaplin-Film, beschränkt ein neues Gesetz vom 12. Juli 1916 die Herstellung und den Handel mit Betäubungsmitteln. Ihren Genuss in Gesellschaft verbietet es ebenfalls. Der junge Antonin Artaud lehnt sich sofort dagegen auf. Messieurs les dictateurs de l'école pharmaceutique de France, vous êtes des cuistres rognés. Il y a une chose que vous devriez mieux mesurer, c'est que l'opium est cette imprescriptible substance qui permet de rentrer dans la vie de leur âme à ceux qui ont le malheur de l'avoir perdu. Bei Artaud ging es um keine Drogenabhängigkeit im Sinne der eingebildeten Reisen oder der Notwendigkeit, eine Substanz einzunehmen, um schreiben oder denken zu können. Es ging darum, gegen einen Schmerz anzukämpfen, unter dem er litt, seit er 16, 18 Jahre alt war. Er nennt das den zentralen Zusammenbruch der Seele. Für Artaud ist das von zentraler Bedeutung, denn es geht eben nicht um das künstliche Paradies oder um Wollust, die Drogen angeblich herbeiführen. Er gehöre, so sagte er, zu den kranken Drogensüchtigen. Mit anderen Worten, für ihn ging es um eine lebenserhaltende Substanz und niemand hatte das Recht, sie ihm vorzuenthalten. Il y a un mal contre lequel l'opium est souverain et ce mal s'appelle l'angoisse. L'angoisse qui fait les fous, l'angoisse qui fait les suicidés. L'angoisse qui fait les damnés, l'angoisse que la médecine ne connaît pas, l'angoisse que votre docteur n'entend pas, l'angoisse qui lèse la vie, l'angoisse qui pince la corde ombilicale de la vie. Aleister Crowley, englischer Okkultist, Schriftsteller und Maler, der später die Fantasie der Rock Generation nähren wird, fegt wie ein freigeistiger und diabolischer Wind durch diese Jahre der Prohibition. Crowley besaß viele Persönlichkeitsausprägungen. Eine Seite von ihm war äußerst dandyhaft. Außerdem war er bisexuell. Er konnte sich auf feminine Weise geben, trat aber auch sehr schroff und maskulin auf, beinahe militärisch. Er ging nach Indien. Dort wollte er herausfinden, ob sich östliche und westliche Esoterik-Traditionen zu einer neuen Weisheit kombinieren ließen. Für ein neues Äon, wie er sagte, ein neues Zeitalter. Sein Prinzip lautete, die Methode der Wissenschaft, das Ziel der Religion. Er experimentierte seit 1901 mit Haschisch, Laudanum, Heroin und Mescalin in dem Bestreben, Verbindungen zu finden zwischen entheogenen Erlebnissen, wie man das heute nennt, und spiritueller Erfahrung und Magie. Er schrieb die erste psychologische Abhandlung über das Rauchen von Haschisch. Er kombinierte es mit Raja-Yoga und bestimmten Magie- und Trance-Zeremonien. Er nutzte Drogen zur Anregung seiner Einbildungskraft, insbesondere Mescalin und Haschisch. Sie schärften seine Visualisierungsfähigkeiten und haben vermutlich seine spätere Malerei beeinflusst. Als Mitglied des freimaurerischen Ordens Golden Dawn lässt Crowley sich 1920 in Cefalù auf Sizilien nieder, um seine Experimente weiterzuentwickeln. Er gründet eine Gemeinschaft, die er die Abtei von Telema nennt, ein Verweis auf das utopische Projekt in Gargantua von Rabelais. Dort lautet das oberste Lebensprinzip: Tu, was dir gefällt. Die Tage waren lang in Cefalù. Crowley war mit einer Frau zusammen, Leah Hirsig. Beide befanden sich in einer Art Überbietungswettbewerb. Wer geht am weitesten? Wie weit kann man überhaupt gehen? Also gab es ein paar Tage und Nächte in Cefalù, wo sich die Dinge ziemlich extrem entwickelten, im Hinblick auf sexuelle Praktiken und den Einsatz von Drogen und Magie.
Crowley schreibt darüber recht blumig und farbenfroh, mit einem Anflug von Satanismus. Es handelt sich aber um ironischen Satanismus, der keinerlei Interesse hegt für menschliche Boshaftigkeit, Niedertracht oder Gemeinheit. Nach dem Ende des Krieges liegt Europa da nieder, düster und zerrissen wie nie. Eine rasende Sehnsucht zu vergessen und zu feiern bemächtigt sich der Menschen. Die folgenden tollen Jahre besiegeln im Cabaret Voltaire wie in Montparnasse den Aufbruch erst der Dadaisten, dann der Surrealisten, das Aufkommen des Jazz und eine allgemeine Schwärmerei für künstliche Paradiese. Coco, perroquet vert de concierge podagre sur un ventre juché, ces fielleux monologues excitant aux abois la colère du dog, fait surgir un galop de zèbre et d'onagre. Le poison de mon rêve est voluptueux et sûr, et les fantasmes lourds de la drogue perfide ne produiront jamais dans un esprit lucide l'horreur de trop d'amour et de trop d'horizons que pour moi, voyageur, font naître les chansons. In der Frage des Umgangs mit Drogen gibt es Streit zwischen den Surrealisten. Im Vorwort zur ersten Ausgabe der Zeitschrift La Révolution Surrealiste steht der etwas seltsame Ausdruck von der Wegkreuzung der Verzauberungen. Damit wird einerseits das surrealistische Projekt skizziert, andererseits eine Verbindung zur surrealistischen Praxis. Sie will mehr sein als nur Kunst oder neue Ästhetik. Sie will Zusammenschluss aller erdenklichen Situationen und Hervorbringungen sein, einschließlich der Drogen. Le surréalisme est le carrefour des enchantements du sommeil, de l'alcool, du tabac, de l'éther, de l'opium, de la cocaïne, de la morphine. Mais il est aussi le briseur de chaînes. Nous ne dormons pas, nous ne buvons pas, nous ne fumons pas, nous ne prisons pas, nous ne nous piquons pas et nous rêvons. Als Reaktion auf dieses doppeldeutige Vorwort geht Breton sehr schnell moralisch auf Distanz zu den Drogen. Aragon behauptet, sie würden den Menschen weniger verändern als ein Anzug und zur idiotischen Suche nach Glück drängen. Erst mit Ankunft der Künstlergruppe Le Grand Jeu formulierte sich eine Forderung nach kollektiver Erfahrung beim Gebrauch von Drogen. Sie waren Hilfsmittel. Experimentelle Hilfsmittel und gleichzeitig philosophische Hilfsmittel. Es ging um den Akt des Verneinens, darum, der bewussten Vernunft zu widersprechen und Ergebnisse zu erzielen, die nur aus diesem Widerspruch entstehen konnten. Der Drogengebrauch wurde für einige von ihnen sehr bald zur metaphysischen Berufung. Dans la nuit impure de boue et de lave, où personne ne se reconnaît soi-même, moi, Morphée le vampire, je règne, tutélaire et plein de sarcasme sur mes troupeaux maudits, je multiplie la petite mort et en parfait l'image, jusqu'à la rendre asymptote du plus authentique trépas, en leur faisant don de la poudre stellaire qui couvre mes ailes, des parasites piqueurs qui les peuplent, des vapeurs qu'elles soulèvent et des tuyaux de leurs plumes devenus pipes. Der Dichter, Dramatiker, Zeichner und Filmemacher Jean Cocteau, den die Surrealisten als mondän und oberflächlich ablehnen, findet nach dem Tod seines Freundes Raymond Radiguet Zuflucht im Opium, um seinen Lebensschmerz zu betäuben. Ja, das Opium hat seine kreative Ader angeregt. Und ja, eines Tages ist er einmal sehr berauscht in einem Zustand äußerst ausgeprägter Opiumsucht zu Pablo Picasso gegangen. Er betrat den Aufzug in der Rue de la Boétie und hatte genau in diesem Augenblick eine Vision. Er fühlte, wie er in eine andere Dimension eintauchte. Une secousse me réveilla et je lus sur la plaque de cuivre des manettes Ascenseur Heurtebise. Peu à peu, l'ange Heurtebise me hanta et je commençais le poème.
Der ganze Wert und die Einzigartigkeit von Cocteaus Opium, Tagebuch einer Entziehungskur, liegt in seiner dichotomischen Form. Es besteht kein zwingender Zusammenhang zwischen seinen Zeichnungen und seinen Texten. Die Zeichnungen in Opium drücken sehr oft Schmerz aus, und zwar in unmittelbarster Weise. Der literarische Teil des Bandes ist wirklich eine Analyse. Es gibt zum einen die mit den psychotropen Stoffen und der Entwöhnung verbundene Linie. Das ist natürlich das eigentliche Thema, die Entgiftung an sich. Und hier entwickelte Cocteau einen geradezu klinischen Blick auf den eigenen Zustand. Zum anderen gibt es die rein künstlerische Linie. Hier befragt Cocteau seine Vorläufer und Zeitgenossen aus Kunst und Literatur. Mallarmé und Raymond Roussel werden zum Beispiel erwähnt. Seiner Auffassung nach ist Opium zugleich Arznei und Despot. Es ist Arznei, insofern es gestattet, das Leben zu berichtigen. Despot, weil es dieses Leben letztlich in Abhängigkeit versklavt. Cocteau hat unserer Wirklichkeit nie getraut. Die echte Wirklichkeit ist die Kehrseite unserer Medaille. Drogen ermöglichen es, durch diesen Spiegel hindurchzugehen, auf die andere Seite zu gelangen, zum tiefen Sinn der Existenz, um von dort aus zu begutachten, wie es um sie steht. Das hat natürlich mit Todessehnsucht zu tun, mit der Anwesenheit der Dahingeschiedenen, dem Vater, Radiguet und all den gestorbenen Freunden. L'intérieur de la glace aboutissait à l'hôtel des folies dramatiques. Er verurteilt die Drogen nicht, ganz im Gegenteil. Drogen können den Menschen stabilisieren, wenn der einen Weltschmerz durchlebt. Außerdem gestatten sie den Zugang zu einer anderen Welt. Diese Welt ist nicht die Welt des Traums, das wäre zu leichtfertig. Für Cocteau ist nicht unser Leben, sondern diese andere Welt die wahre Wirklichkeit. Unser Leben ist die eigentliche Traumwelt. Chambre 19, plafond céleste. Man kann einen Zusammenhang herstellen zwischen der filmischen Vorstellungswelt von Cocteau und seiner Drogenerfahrung. Für ihn ist das Kino eine Möglichkeit, die jenseitige Welt zu enthüllen. Das Kino ist eine Leinwand, auf der unvermutet Visionen freigesetzt werden. Trotz zahlreicher gesetzlicher Verbote und harter Polizeimaßnahmen steigt die Produktion von Rauschmitteln in den 20er Jahren an. Ein beträchtlicher internationaler Drogenhandel entsteht. J'avais un amant depuis quelques mois. Je l'aimais de toute mon âme. Mais il m'a quitté sans savoir pourquoi. Die Verunsicherung der Zwischenkriegsgeneration war in ganz Europa zu spüren. In den Werken vieler Maler und Schriftsteller kam ein pessimistisches Menschenbild zum Vorschein. Es entstanden ergreifende Porträts von Drogensüchtigen. Comme les copines, je me morfine, ça me rend tout rigolo. Je prends de la coco, ça trouble mon cerveau.